Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Regierung, wir sind hier im Parlament, um konkret Dinge anzupacken, um Dinge besser zu machen, um zu beweisen, dass demokratische Politik etwas verändern kann und, so wie der Herr Bundespräsident es gerade gesagt hat, auch um Zukunft positiv zu gestalten. Und Pflege ist genauso ein Thema, das wir anpacken müssen, an das wir ran müssen, um die Vertrauenskrise in der Pflege, über die wir ja hier alle zu Recht auch schon öfter gesprochen haben, um die Vertrauenskrise zu überwinden. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten Wort mit dem Pflegestellenförderprogramm, das wir hier vorgesehen haben, mit dem Gesetz, das vorliegt, lösen wir ein, was wir versprochen haben, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Pflegekräfte, eine bessere Bezahlung in der Pflege. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Pflege in Deutschland. Und ich bin, wenn ich hier mancher Rede zuhöre, nicht sicher, ob alle auch das Ausmaß dessen erfasst haben, was wir da gerade machen. Ganz ehrlich nicht. Wenn wir jetzt in den Krankenhäusern sagen, jede zusätzliche Pflegestelle wird finanziert. Ab 2020 wird Pflege ausgegliedert und voll finanziert, egal welche Kosten anfallen in den Krankenhäusern. Jede Tarifsteigerung wird voll finanziert. Dann ist das ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel für die Pflege in den Krankenhäusern in Deutschland. Das ist die größte Veränderung nicht erst seit 15, seit 20, seit 30 Jahren in der Pflege in Krankenhäusern. Ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und ich fände es angemessen, wenn Sie es ab und zu auch mal sagen würden, was uns da gelingt und was wir da angehen. Herr Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Maria Klein-Schmeid? Sehr gerne. Gut. Sie sagten gerade, dass hier im Hause die Parteien, Fraktionen nicht die Dimension dieses Programms begreifen würden. Und da würde ich Sie doch mal noch mal gerne fragen. Sie lassen sich ja so aus, dass das jetzt der allergrößte Schritt für die Pflege sei. Da muss man natürlich sagen, dass dieser große Schritt gerade eigentlich nur für die Krankenhäuser gilt und gerade eben nicht für die Langzeitpflege und da insbesondere nicht für die ambulante Pflege. Und deshalb wird ja auch tatsächlich zu Recht davor gewarnt, dass wir eine Schieflage haben, dass man auf der einen Seite das Richtige tut, nämlich sicherstellen, dass es tarifgerechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern gibt, dass aber versäumt wird, das Gleiche auch in den Reha-Kliniken, in der Langzeitpflege zu tun und vor allen Dingen auch in der ambulanten Pflege dieses Problem zu lösen. Und tarifgerechte Bezahlung gibt es in der Regel in den Krankenhäusern sowieso bereits. Was wir aber nicht haben, ist genau das gleiche Pendant in den großen, großen anderen Bereichen. Da liegt das große Problem. Davor muss man warnen. Und da frage ich Sie, was planen Sie, um tatsächlich in der ambulanten Pflege zu vermeiden, dass wir im nächsten Jahr da echten Notstand bekommen? Wir wissen heute schon, die Pflegedienste bei mir in der Heimatstadt nehmen keinen einzigen Pflegebedürftigen zusätzlich mehr an. Sie schaffen das nicht mehr, weil sie die Pflegekräfte dafür nicht finden. Und da möchte ich von Ihnen wissen, was Sie an der Seite tun, wenn Sie jetzt von dem größten Projekt für die Pflege sprechen. Wissen Sie, Frau Kollegin, meine erste Gegenfrage wäre ja, würden Sie deswegen das in den Krankenhäusern nicht tun, was wir da tun? Also sind wir einig, das ist ein guter, richtiger Schritt für die Krankenhäuser. Können wir das der Öffentlichkeit mal sagen? Gemeinsam. Ein guter, richtiger, wichtiger Schritt für die Krankenhäuser. In Deutschland bestreitet niemand. Erster Teil. Zweiter Teil. Altenpflege. Zweiter Teil. Altenpflege. 13.000 neue Stellen in der Altenpflege. In jeder stationären Altenpflegeeinrichtung in Deutschland kommt was von diesem Programm an. Ein erster Schritt, ja. Zum ersten Mal gesetzlich reguliert, dass wir Tarifbezahlung refinanzieren in der häuslichen Krankenpflege, weil gerade die Pflegedienste ein Problem haben, Tarif zu bezahlen, weil die Kassen denen sagen, warum zahlt ihr denn eure Leute so gut? Regeln wir. Wir führen ein Betreuungsdienste, weil ja, es ist richtig, auch bei mir im Münsterland. Viele pflegende Angehörige und Familien finden im Moment keinen Pflegedienst, weil sie auch übrigens Erfolg unserer Reform zusätzliche Ansprüche haben, etwa auf Entlastungsleistung, auf Haushaltshilfe, auf Unterstützung, dass nachmittags mal jemand da ist. Deswegen lassen wir zum 1.1. Betreuungsdienste erstmalig zu, weil Modellprojekte gezeigt haben, dass das entlastet. Und damit entlasten wir auch Pflege. Leider kein Wort dazu von Ihnen, was wir da an Verbesserungen haben. Und wissen Sie eins, Frau Kollegin? Ich habe nie gesagt, und die Koalition hat nie gesagt, dass das hier das Ende ist. Wir haben immer gesagt, das ist der erste Schritt.
Aber wissen Sie, was mir echt ein bisschen langsam auf den Zwirn geht, auch in der öffentlichen Debatte, ist, dass ständig nur darauf fokussiert wird, was alles noch fehlt, was alles noch kommen muss, wo wir irgendwie noch was zu wenig machen. Wir könnten ja auch mal gemeinsam anerkennen, dass das ein erster Schritt ist und der größte Schritt in der Pflege seit über 20 Jahren. Das könnte man ja mal wahrnehmen, wenn man denn wollte. Könnte man ja mal wahrnehmen. Und im Übrigen werden wir natürlich auch, ich bin auch mit Hubertus Heil dazu in Gesprächen, natürlich wollen wir eine bessere Bezahlung in der Altenpflege. Das ist unser Ziel. Aber es folgen ja jetzt auch weitere Maßnahmen, weitere Gesetze. Wir sind in Gesprächen mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern, genau das zu lösen. Und Sie wissen das doch auch ganz genau, dass wir daran arbeiten. Aber trotzdem freue ich mich darüber, dass wir heute den ersten Schritt machen. Ich fange eine Reise halt immer mit dem ersten Schritt an. Ich weiß nicht, wie Sie es tun. Ganz ehrlich nicht. So, und das, dann kommt die Frage dazu, wenn die Frau Kollegin von der FDP sagt, noch mehr und zu wenig und wir würden uns noch mehr, ist ja prima. Aber dann sollten Sie vielleicht auch, wenn es darum geht, das zu finanzieren, wenn ich einige Stimmen höre zur Erhöhung bei den Pflegebeiträgen, dann müssen Sie den Leuten auch ehrlich sagen, wie Sie das finanzieren wollen. Zur sozialen Marktwirtschaft gehört auch, dass man rechnen kann. Und wer ständig mehr fordert, sollte dann auch ehrlich den Menschen sagen, dass das finanziert werden muss. Das gehört nämlich dann auch dazu an der Stelle. Ja, aber nicht alle bei Ihnen sagen das so. Im Gegenteil. Und ja, natürlich geht es dann darum, diese Stellen auch zu besetzen. Das weiß ich auch. Der erste Schritt ist, die Stellen zu finanzieren. Der zweite ist, sie zu besetzen. Und ja, der Arbeitsmarkt ist ziemlich leergefegt. Aber wir müssen doch erstmal ein Signal senden in die Pflege. Wir finanzieren zusätzliche Stellen. Es soll mehr Kolleginnen und Kollegen geben. Es soll wieder mehr Zeit sein. Es soll bessere Arbeitsbedingungen geben. Steht da übrigens auch drin. Modellprojekte, und zwar sehr großzügig dafür, dass wir dann, wenn die Kita nicht auf hat, nachts oder am Wochenende Angebote machen können. Betriebliche Gesundheitsförderung. Es ist psychisch und physisch eine wahnsinnig herausfordernde Tätigkeit, dass die Pflegekräfte da Unterstützung bekommen. Investitionen ins Digitale. Wir tun gerade alles mit einem ersten Schritt, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Weitere Schritte müssen folgen. Aber nur wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern, werden wir doch erst Menschen dazu ermuntern können, in die Pflege zu gehen. Und deswegen ist dieser erste Schritt so, so wichtig an dieser Stelle. Und jetzt zu den Pflegepersonaluntergrenzen. Wissen Sie, Sie sagen mir einerseits, die Pflegekräfte gibt es gar nicht. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Andererseits sagen Sie mir, das, was Sie da per Verordnung, Herr Minister, gemacht haben, reicht nicht. Sie müssen viel, viel höhere Personalanforderungen in den Krankenhäusern machen. Wenn Sie eine Sekunde drüber nachdenken, heißt beides zusammengeführt, dass wenn ich die Personalanforderungen jetzt erhöhe, bei einem leergefegten Arbeitsmarkt, dann werden flächendeckend in Deutschland Krankenhäuser ihre Intensivstationen abmelden, Betten abbauen, ihr Angebot reduzieren. Und deswegen müssen wir das vernünftig, Schritt für Schritt mit Augenmaß machen. Wir in der Koalition, ja, wir wollen Personaluntergrenzen. Und wir werden sie auch weiter ausbauen. Aber wir machen es so, dass dabei nicht die Versorgung zusammenbricht auf Rücken der Patienten und Pflegekräfte. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und ich weiß doch genau, wer die Ersten sind, die denn sich beschweren, wenn Krankenhäuser ihre Intensivstationen abmelden. Das werden Sie die Ersten sein, die dann schreien. Und das finde ich einfach nicht fair in der Debatte. Es gehört dazu zu sagen, wer Pflegepersonal unter Grenzen mehr will bei einem leergefegten Arbeitsmarkt, der riskiert, dass flächendeckend in Deutschland Krankenhäuser ihr Angebot reduzieren. Und den Teil sollten Sie mal ehrlich dazu sagen, weil ansonsten ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach dann auch in den Forderungen, die da erhoben werden. Doch, das gehört mit dazu. Und deswegen, meine Damen und Herren, abschließend noch mal. Es geht darum, auch in der Pflege Vertrauen zurückzugewinnen, indem man nicht das Blaue vom Himmel verspricht, wie Sie das machen. Ist ja okay. Sondern ich finde, es gehört dazu, zum Vertrauen zurückzugewinnen, ganz konkret, im Alltag, spürbar, Schritt für Schritt die Dinge besser zu machen. Und wenn Pflegekräfte, Patienten und Pflegebedürftige in 6, in 12, in 18 Monaten sagen, die Richtung stimmt, es wird besser, und wir wissen, dass weitere Schritte folgen, dann ist damit enorm was erkannt und getan. Und das ist eine Blaupause übrigens auch für andere Bereiche. Eine letzte Bemerkung, Frau Präsidentin, um Vertrauen zurückzugewinnen. Probleme erkennen, Probleme anerkennen.
Debatte darüber führen, wie wir Probleme lösen und es dann konkret tun, entscheiden, Schritt für Schritt. Das ist das, was wir machen in dieser Koalition. Das ist das, was wir machen für die Pflege in Deutschland mit diesem Gesetz. Und ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn wir das gemeinsam auch so in die Pflege tragen würden. Denn nur wenn diese Botschaft ankommt, werden wir auch noch mehr Menschen ermuntern können, in diesen wichtigen Beruf zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens Spahn. Nächster Redner, Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke.